Herzlich willkommen und grüß Gott hier auf der Messe Moosburg. Mein Name ist Verena Meyer von ISA TV und ich darf Sie heute durch die Podiumsdiskussion führen. Es geht um den Standort Moosburg, den aktuellen Stand und die Zukunftschancen. Und dazu haben wir hier zahlreiche hochkarätige Gäste auf der Bühne. Und zwar auf der einen Seite unsere Politiker, auf der anderen Seite unsere Wirtschaftsvertreter. Ich stelle sie Ihnen, obwohl sie wahrscheinlich Ihnen bekannt sind, trotzdem nochmal alle vor. Ganz außen Josef Hauner, Landrat des Landkreises Freising, herzlich willkommen. Dann haben wir den Erich Ilsdorfer, Mitglied des Deutschen Bundestages, und die Frau Anita Meinelt, ebenfalls hier in Moosburg, zuständig für die Politik, und zwar als Bürgermeisterin. Ihnen fällt es vermutlich auf, deswegen spreche ich es lieber gleich an. Alle sind von der CSU. Das ist halt so in Bayern, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend, hier auf allen Ebenen jemand da zu haben, von der kommunalen bis rauf zum Bund. Und wir wollen ja heute über Moosburg sprechen und keinen Wahlkampf betreiben. Auf der anderen Seite unsere Wirtschaftsvertreter, Frau Gabi Hofmeister-Theisen. Sie ist Gesellschafterin und Mitglied des Aufsichtsrats der Champion Hofmeister Unternehmensgruppe. Ein Standort davon ist in Moosburg, 5 sind es insgesamt und 1000 Mitarbeiter sind auch in der ganzen Unternehmensgruppe beschäftigt. Dann haben wir Martin Reiter, den Kreishandwerksmeister für Freising, hier in der Mitte noch sitzen, und ganz außen Bernd Tüsshaus, der ehemalige Standortleiter von Jungheinrich. Über 38 Jahre war er hier bei Moosburgs größtem Arbeitgeber beschäftigt. Herzlich willkommen, und dann starten wir gleich in unsere Diskussion. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Es wird zu Anfang mal um die etwas weicheren Standortfaktoren gehen. Dann kommen wir aufs Thema Nachwuchs zu sprechen und am Ende wollen wir noch mal die Infrastruktur streifen und dabei wahrscheinlich auch auf den Flughafen eingehen. Ja, es geht um die weichen Standortfaktoren hier in unserer ersten Fragerunde. Dazu gehört natürlich der Flair in der Stadt, die Grünflächen, bezahlen Wohnraum. Was braucht man alles, damit sich die Moosburger hier wohlfühlen? Immerhin, die Stadt hat knapp 19.000 Einwohner und nur 370 davon sind hier als Nebenwohnort gemeldet. Frau Hofmeister-Theisen, wir beginnen mal mit Ihnen. Wie stehen Sie denn zu dem Thema allgemein der Standort Moosburg? Was muss vielleicht noch getan werden, damit sich auch Ihre Mitarbeiter hier wohlfühlen? Also erstens einmal fühlen Sie sich wohl. Nur manche Dinge könnten ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr Aktivität vielleicht oder ein bisschen mehr Restaurants oder ein bisschen mehr Nachtleben. Aber insgesamt ist Moosburg eine tolle Stadt, hat Historie, hat Vergangenheit, auch eine politische Vergangenheit. Ohne dieses altbayerische Stadt wäre es ja gar nicht gegangen. Und wir haben jetzt eine tolle Industriestadt, wo wir alle davon in verschiedenen Ebenen profitieren und was draus machen, schon gemacht haben und noch machen können. Aber ein bisschen mehr geht schon. In welcher Hinsicht konkret jetzt vielleicht nochmal? Also wenn es so weich sein soll, dass es ganz softig ist, dann sage ich ein bisschen mehr Restaurants, ein bisschen mehr Abendleben, Nachtleben, was weiß ich. Nein, dann vielleicht auch ein Krankenhausableger für alle. Ich habe nämlich jetzt ein Enkelkind und das war krank. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich hingehen soll. Und dann, naja, es gibt so viele schöne Ecken in Moosburg und wir wissen gar nicht, dass sie so schön sind. Wir können es ruhig ein bisschen charmanter positionieren und wir haben ja richtige Leute da, die das auch verstehen. Frau Meinelt, wie bewerten Sie das? Also ich glaube, insgesamt kommt aus der Wirtschaft schon der Tenor, dass es hier schön ist in Moosburg. Es ist eine Boomregion, aber was kann man vielleicht trotzdem noch machen? Es ist natürlich schwierig, wenn ich sage Restaurants und Nachtleben, wobei ich da voll auf der Seite von der Frau Hofmeister wir bin. Wir würden dann schlafen gehen. Weil wir dann ganz gerne ab und zu mal öfters zum Essen gehen. Also um das ist es nicht. Aber das sind natürlich Bereiche, die nicht von der Politik gestaltet werden können. Was wir tun, wenn irgendwo ein Leerstand ist, dass wir unterstützen, dass wir Kontakte herstellen. Und es ist immer schwierig, gerade in einem Innenstadtbereich. Nachtleben bedeutet natürlich auch für die, die dort leben, eben Lärmbelästigungen. Also man muss da sehr sensibel damit umgehen. Aber vom Prinzip her stimme ich Frau Hofmeister voll und ganz zu. Wir haben eine sehr attraktive Stadt. Es gibt immer noch was, was man besser machen kann, weil das heißt ja so schön, wenn man aufhört, besser zu sein, ist man auch nicht mehr gut.
Und wir wollen weiter gut bleiben und uns gut positionieren. Und wir arbeiten da gemeinsam dran. Und ich glaube, das ist auch das Wesentliche, was die Stadt Moosburg ausmacht, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Herr Hauner, vielleicht die Frage an Sie. Wie sehen Sie da auch das Umland nochmal in der Position, auch was dazu beizutragen? Vielleicht so im Sinne von Ausflugszielen oder dass da auch nochmal was angeboten werden kann für die Moosburger an sich? Also wir vom Landkreis können ja heute in erster Linie uns bemühen, allgemein die Lebensbedingungen bei uns möglichst günstig zu gestalten. Da gehört zum Beispiel auch dazu das ganze Thema Schule und Bildung. Hier haben wir in Moosburg ja auch einige Schwerpunkte vom Landkreis. Da gehört dazu das Thema Kulturlandkreis Freising. Das ist ja auch ein ganz weicher Standortfaktor. Da sind wir im Landratsamt gerade in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen. Wir haben eine Archäologin eingestellt, wir haben einen Kunsthistoriker eingestellt. Wir schauen, dass sich auf dem Gebiet was tut und dass wir alle unterstützen, die hier ehrenamtlich tätig sind. Oder, Sie haben jetzt angesprochen, wenn hier Leerstand ist, wir können da mithelfen, wenn Baugenehmigungen erforderlich sind, dass wir da zu gemeinsamen Lösungen kommen, dass wir diese Verfahren schnell abwickeln, damit hier wirklich Unterstützung gewährt wird. Kommen wir mal direkt nochmal auf das Thema Wohnraum zu sprechen. Ich glaube, es ist wie in jeder Stadt auch, sozialer und billiger Wohnraum fehlt einfach momentan eigentlich in ganz Deutschland, kann man fast sagen, in den größeren Städten. Herr Reiter, Sie bieten da ja zum Beispiel für Ihre Azubis Apartments an. Vielleicht erzählen Sie mal, warum Sie das machen, wie das aussieht und die Frage an die Wirtschaft allgemein, wäre das dann eine Möglichkeit, das zu übernehmen? Ja, viele unserer Betriebe haben ja eigentlich seit der Wende auf ihrem Betriebsgelände Wohnungen oder Apartments geschaffen, um die Auszubildenden einen günstigen Wohnraum zu ermöglichen. Ich selbst habe zwei kleine Apartments, weil ich auch Auszubildende aus dem Osten vor vielen Jahren angestellt habe. Und da ist es auch für uns Betriebe besonders wichtig, dass wir einen günstigen Gewerbegrund bekommen, um auch, meistens ist ja das so genehmigt, dass man eine Wohnung dazu bauen darf, dass wir, ja, es gibt natürlich verschiedene Preise. Moosburg ist sehr günstig, sind auf einem sehr guten Weg und bedanke mich auch für die Bürgermeisterin. Freising ist natürlich ein bisschen teurer für uns Handwerksbetriebe und das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, das müssen wir ein bisschen im Griff kriegen. Dazwischen gefragt nochmal Frau Meinelt mit den Gewerbeflächen und so weiter. Da liegt Ihnen ja auch was am Herzen, was jetzt das Umland und die kleineren Gemeinden betrifft. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn wir haben ja noch freie Gewerbeflächen, die sind nicht im Besitz der Stadt Moosburg, sind im Privatbesitz, wir unterstützen aber die Eigentümer bei der Suche nach Investoren, aber das sind natürlich andere Grundpreise, die teilweise in den kleineren umliegenden Kommunen sind. Das heißt, dort siedeln sich die Firmen an, die aber dann zu uns auch kommen wollen, wohnen, weil hier die Infrastruktur natürlich hervorragend ist. Und da kann man uns schon loben. Wir haben alle Schularten, wir haben Eishalle, wir haben eine Schwimmhalle, wir haben ein Freibad, wir haben hervorragende Sportstätten, Leichtathletikanlage, also Jugendhaus, alles drum und dran. Und wir können nicht nur für die Infrastruktureinrichtungen da sein, sondern wir müssen das Ganze im Kompletten sehen. Das heißt, uns ist schon daran gelegen, dass wir hier wirklich auch einen Arbeitsplatz vor Ort haben, was nämlich auch den kleinen Charme nebenbei hat. Wer tut was für den Klimaschutz, weil wenn ich nicht irgendwo dann wohne und weit weg zum Arbeiten muss, dann brauche ich auch kein Fahrzeug und brauche ich vielleicht auch nicht so viel mit dem Auto fahren, als ich tue auch was für die Umwelt. Also mir wäre es daran gelegen, dass man da wesentlich mehr drauf schaut, dass die Gewerbegebiete in den kleinen Kommunen rundherum nicht Auswüchse annehmen. Herr Tüsshaus, Sie sind ja auch ein großer Fan des Freizeitangebots der Stadt Moosburg. Sie sagen, das ist wichtig für Ihre Mitarbeiter. Sie haben auch eine sehr geringe Fluktuationsrate von nur 0,5%. Vielleicht können Sie es nochmal ausführen, warum sich auch das Unternehmen Jungheinrich in Moosburg so wohlfühlt und warum die weichen Standortfaktoren so wichtig sind. Ja, einmal die Infrastruktur, da kommen wir ja später noch dazu, ist sehr wichtig für so ein Unternehmen, produzierendes Unternehmen, wie wir es sind. Die Unterstützung der Politik, habe ich persönlich ja in den letzten Jahren erfahren, als Degan Point gebaut worden ist. Das war wirklich
eine tolle Zusammenarbeit und mit hoher Geschwindigkeit haben wir dieses Werk dorthin gestellt und die Arbeitsplätze hier in Moosburg gesichert. Und dann ist es, wie Sie gerade sagten, neben den guten Arbeitsplätzen, sicheren Arbeitsplätzen, ist es natürlich auch wichtig, dass man den Mitarbeitern für die Freizeit, die verbleibt, auch ein Angebot anbietet, das attraktiv ist. Weil wir haben in den letzten Jahren doch sehr viele Mitarbeiter eingestellt, die nicht nur hier aus Moosburg, sondern auch aus anderen Bereichen Deutschlands kamen. Und da muss man natürlich Schulen, Infrastruktur, aber auch Vereinsleben und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten in der Freizeit, Skifahren, Bergwandern und Frau Hofmeister hat es vorhin gesagt, auch hier in der Umgebung gibt es tolle Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen und zu gestalten. Das ist als Paket immer extrem wichtig. Dazu wollte ich mal sagen, man sollte sich erinnern, was man hier hat in Moosburg. Wir haben drei Flüsse, also zwei Flüsse und einen Mühlbach. Wir könnten das aktivieren. Wir könnten nicht nur Angst haben, dass das nächste Hochwasser kommt, sondern man könnte da auch was draus machen. Oder die Isarauen, die Amperauen, wir können mit dem Radl, Herr Thyshaus, bis nach Wien fahren, wenn wir wollen. Mhm. Das ist einfach toll. Natürlich können wir auch nach Freising fahren, aber so nur schnell eingeworfen. Ja. Wir müssen nicht 3 Stunden im Stau stehen, um irgendwo hinzufahren.